Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die WM qualifiziert. Ehrlich, das ist kein Wunder, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Damit sage ich Servus, cool, dass ihr heute mal wieder mit am Start seid. So viele große Talente wie Deutschland hat kaum ein anderes Land. Ich meine, Leroy Sané oder auch Kai Havertz und Co., die werden früher oder später definitiv Leistungsträger. Heute will ich euch aber mal zeigen, diese Talente hat kaum jemand auf dem Schirm und trotzdem gehört ihnen die Zukunft. Philipp Ochs hat vor kurzem in der U21-Nationalmannschaft sein Debüt gefeiert. Er kommt aus der Jugend von 1899 Hoffenheim, ist aktuell 20 Jahre alt und spielt tatsächlich im linken Mittelfeld. Ihr wisst ja, seit Trainer Julian Nagelsmann im Breisgau das Ruder übernommen hat, wird vor allem auf die Jugend gesetzt. Die Zeit von Ochs wird definitiv früher oder später kommen, ein paar Einsätze hatte er ja tatsächlich schon in der Bundesliga. Das Problem, auf der linken Seite spielt er mit sehr körperlichem Einsatz und das kostet sehr viele Körner. Ochs braucht jeweils noch Zeit für die Regeneration und das bremst ihn aktuell zumindest noch ein bisschen ein. Fabian Benko hat wahrscheinlich sogar den schwierigsten Job von allen. Er ist beim FC Bayern unter Vertrag und da ist ja seit Jahren kein Talent zu den Profis gestoßen, um sich dann auch dauerhaft zu etablieren. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, wieso soll es denn bei Benko anders sein? Er ist seinem Alter deutlich voraus, sag ich zumindest. In der B-Jugend schoss er zum Beispiel in 22 Spielen 8 Tore. Eine sehr gute Quote, eine perfekte Quote würde ich sogar sagen, für den zentralen Mittelfeldspieler. Seitdem geht es für ihn eigentlich nur noch steil bergauf. Schon Pep Guardiola, der damalige Bayern-Trainer, war ein riesengroßer Fan von ihm und ließ ihn dann tatsächlich mit den Profis trainieren. Die englische Zeitung The Guardian zählte dann Benko sogar zu den besten 50 Fußballern des Jahres 1998 und nicht nur Deutschland, sondern der ganzen Welt. Unter Ancelotti zählte er dann nicht mehr zu den großen Talenten. So wie gefühlt jeder Spieler, der unter 30 ist. Von daher, ich glaube, er bekommt jetzt wieder seine Chance und er kann sich auch auf Dauer bei den Profis durchsetzen. Finn Porath ist ein außergewöhnlich intelligenter Fußballer. Eigentlich steht der 20-Jährige beim Hamburger SV unter Vertrag, bei den Profis hatte er bis jetzt aber keine Chance und wurde deshalb zur Spielvereinigung Unterhaching ausgeliehen. Dort hat er jetzt eigentlich die perfekten Bedingungen, um sich weiterzuentwickeln. Und das kann ich ja sehr gut bewerten, denn ein paar Monate durfte ich ja zumindest da hineinschnuppern in den Verein. In Haching wird sehr viel Wert auf die Jugend gesetzt, anders eben als bei vielen anderen Vereinen in Deutschland oder natürlich auch der Welt. 2 Jahre bleibt er jetzt voraussichtlich in der Vorstadt und sollte er sich nicht verletzen können, könnte er sogar Unterhaching zum Aufstieg führen. Ja, und das Wort führen habe ich jetzt mal bewusst gewählt. Langfristig sehe ich Porath aber beim HSV, denn dort hat er noch einen Vertrag bis 2020. In meiner kleinen Liste ist Thilo Kehrer der bekannteste Name. Stammspieler bei Schalke 04, Innenverteidiger und trotzdem wird er es richtig, richtig schwer haben, überhaupt in die Nationalmannschaft zu schaffen. Die Innenverteidigung für Deutschland ist top besetzt, auch was die Zukunft angeht. Jetzt haben wir Hummels und Boateng, das sind die absoluten Stammspieler. Dahinter stehen aber schon Süle und Tarbereit und dann ist auch noch Hüvedes da. Jetzt gilt es also, das Feld quasi von hinten aufzuräumen. Kehrer ist U21-Europameister und schon jetzt auf den Wunschlisten einiger Topclubs. Das weiß natürlich Schalke und deshalb soll sein bis 2019 laufender Vertrag vorzeitig verlängert werden. Ein erstes Angebot hat der Junge abgelehnt, der Poker geht jetzt also erstmal ja, so richtig los. Bis jetzt stand Kehrer in allen Ligaspielen 90 Minuten auf dem Platz und sollte seine Entwicklung so weitergehen, dann wird er bald ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein. Das wohl größte Talent habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und zwar Dennis Burnic. 19 Jahre ist er alt, defensiver Mittelfeldspieler und eigentlich steht er auch bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde Burnic zum VfB Stuttgart ausgeliehen, wo er auch dann direkt ins kalte Wasser geworfen wurde. Nur ob das funktioniert hat, ich bin mir ja nicht so sicher. 120 Minuten spielte er im DFB-Pokal als linker Verteidiger. Ja, und das ist nicht gerade so seine Paradeposition. Vielleicht auch deshalb erlebte er dort einen rabenschwarzen Tag in Cottbus und seitdem ist er gefühlt beim Trainer unten durch. Gescheitert ist Burnic aber auf gar keinen Fall. Er muss sich jetzt eben von unten wieder nach oben arbeiten. Vor allem als junger Profi ist so eine Erfahrung sehr, sehr viel wert und wird zeigen, ist Burnic ein ewiges Talent oder ja, wird er irgendwann das Zeug dazu haben, ein Star in der Bundesliga zu sein und so natürlich auch in der Nationalmannschaft. Was denkt ihr denn? Wird er das schaffen? Und gleich noch eine Frage hinten dran. Wer ist denn aktuell das größte deutsche Talent? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, gerne natürlich auch mit einer kleinen Begründung, wieso. Natürlich gibt es auch viele weitere Namen, keine Frage, aber wie gesagt, es gibt eben kaum woanders mehr große Talente als hier. Das war's also von mir. Abonniert gerne den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.